Hallo Leute, ich bin Admit Spindash und wir hören heute genauer hin, denn wir werfen heute einen Blick auf Octavia. Octavia ist ein Warflame im Stil eines Barden mit unerwartet hoher Panzerung. Mit ihrer Musik zertrümmert sie mehr als nur die Trommelfälle ihrer Gegner. Die Frage ist aber, wie stark sie wirklich ist. Octavias Blaupause haltet ihr für den Abschluss der Quest Octavias Hymne, die ihr von Zephalon Suda bekommt, unabhängig von eurem Ruf bei diesem Syndikat. Beachtet hierbei, dass ihr den zweiten Traum abgeschlossen haben müsst. Ihre Teile sind an verschiedenen Orten verteilt. Der Helm droppt im Urukin-Wrack Überleben, Rotation C. Das Chassis bekommt ihr aus den Caches in der Auslöschungsmission auf Lua. Hier reicht es, wenn ihr nur einen der drei Caches findet. Und ihre Systeme bekommt ihr im Musikraum auf Lua. Nicht zu verwechseln mit dem Beweglichkeitstest, bei dem ihr agile Drift bekommt. Wenn euch das zu viel Aufwand ist, könnt ihr Octavia auch samt Slot und Reaktor im Markt für 225 Platin erwerben. Alternativ gibt es auch das Octavia-Paket mit Octavia, der Tenora, der Pandero, dem Cadenza-Helm und Boostern für 640 Platin. Octavias erste Fähigkeit, Schläger, erzeugt eine Kugel, die feindliches Feuer auf sich zieht, den Schaden absorbiert und im Wirkungsbereich auf Feinde anwendet. Pro Octavia kann immer nur ein Schläger aktiv sein. Ihre zweite Fähigkeit, Resonator, wirft einen Roller, der Feinde dazu bringt, ihm zu folgen und ihn dabei schadet. Wenn Schläger aktiv ist, wird sich der Resonator mit ihm kombinieren. Wie bei Schläger kann Pro Octavia auch nur ein Resonator aktiv sein. Ihre dritte Fähigkeit, Metronom, erhöht eure Panzerung sowie die eurer Verbündeten und macht Warflame zu einem Rhythmusspiel. Je nachdem, welche Aktion ihr und eure Verbündeten im Takt ausführt, bekommt ihr unterschiedliche Buffs. Springen erhöht eure Sprintgeschwindigkeit, Ducken macht euch unsichtbar, Nahkampf erhöht eure Nahkampfgeschwindigkeit und Schießen gibt euch Multishot. Octavias vierte Fähigkeit, Verstärker, erhöht innerhalb des betroffenen Bereichs den Schaden aller Verbündeten, basierend auf dem Lärmpegel in der Umgebung. Sollten sich Schläger oder Resonator im Wirkungsbereich befinden, verdoppelt sich ihr Schaden und ihre Reichweite. Beachtet aber, dass sich Verstärker nicht mit euch bewegt. Benutzt die Fähigkeit also nur, wenn ihr vorhabt, im Wirkungsbereich zu bleiben. Und nein, Banshees Stille hat keinen Effekt auf diese Fähigkeit. Octavias passive Fähigkeit gibt euch und Verbündeten in eurer unmittelbaren Nähe einen Energiepunkt pro Sekunde für 30 Sekunden, nachdem ihr eine beliebige Fähigkeit einsetzt. Octavia besitzt außerdem das Mandacord, ein altes Urukin-Instrument. Nachdem Nidus Fashion Frame auf eure Umgebung ausgedehnt hat, erweitert Octavia es jetzt auch auf eure Ohren. Das Mandacord ist im Grunde genommen ein einfacher Step-Sequencer, der es euch ermöglicht, eigene kurze Songs zu komponieren. Diese können auch im Chat verlinkt und so geteilt werden. Die Platzierung der Noten hat keinen wirklichen Einfluss auf den Schaden, da mehr Töne einfach nur die einzelnen Beats schwächen. Ihr solltet aber auf den Melodieteil achten, da dieser den Takt von Metronom bestimmt. Mein Bild besteht aus Ausdehnung, Kontinuität, blinde Wut, Vitalität, überdehnt, Fluss, Stromlinie und engstirnig. Auf diese Weise erhaltet ihr sehr hohe Kraftdauer sowie überdurchschnittliche Kraftstärke und Kraftreichweite. Allerdings habt ihr recht hohe Energiekosten, was am Anfang einer Mission etwas problematisch sein kann. Octavia hat gute Massenkontrolle, skalierenden Schaden und ist sehr vielseitig. Der Tarnbuff vom Metronom hat die gleiche Dauer wie Lokis Tarnung und Octavias Fähigkeiten finden sich auch Elemente von Volt, Rhino und Valkyr. Ihre einzige Schwäche ist ihre geringe Gesundheit, aber da sie sich tarnen kann, ist das kein Problem. Ich hoffe, dass DE noch etwas am Mandacord arbeitet, aber grundsätzlich ist Octavia ein sehr starker Warframe. Mir persönlich sagt nur ihre Thematik nicht so sehr zu, dass ich sie regelmäßig spielen werde. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass neue Warframes auch wirklich neue Rollen einbringen, statt die anderer, zum Teil sogar mehrerer Warframes, zu übernehmen.